Sie werden es nicht glauben, wir bestimmen senkrechte Asymptoten wie immer. Ich nehme meinen Nenner und setze 0. Also nehme ich meinen Nenner, x Quadrat minus 4x plus 3 und setze ihn 0. Was mache ich? Ich habe eine quadratische Gleichung. Die quadratische Gleichung löse ich mit der PQ-Formel oder mit der ABC-Formel. Das dürfen Sie machen. Also entweder PQ-Formel oder ABC-Formel. Und Sie werden rauskriegen, als eine Lösung 1 und als zweite Lösung 3. Und das sind eigentlich schon meine senkrechten Asymptoten. Das heißt, ich habe eine senkrechte Asymptote bei 1 und eine bei 3. Also senkrechte Asi soll n sein. Also, so. Weil es jetzt so schön ist, skizzieren wir die Funktion komplett. Also, wie sieht diese Funktion aus? Ich habe eine senkrechte Asymptote bei 1 und bei 3. Und wenn Sie auf den Zähler schauen, der Zähler gibt ja die Nullstellen an von einer Funktion. Ich habe eine Nullstelle bei plus 2, weil wenn ich 2 in diese Klammer einsetze, kommt der 0 raus und dann habe ich 0 mal irgendwas, gibt 0. Also hier bei 2 habe ich eine Nullstelle. Diese Klammer wird 0 bei minus 1. Ich habe also eine Nullstelle bei minus 1. Und x Quadrat ist 0, wenn x 0 ist. Ich habe also eine Nullstelle bei 0. Besonderheit, x Quadrat sind eigentlich 2x, x mal x. Und damit wird es eine doppelte Nullstelle. Diese Nullstelle ist doppelt. Und doppelte Nullstellen heißt immer, dass die Funktion die x-Achse berührt in dem Punkt. Das heißt, ich weiß zum Beispiel sofort hier im Ursprung, berührt die Funktion die x-Achse. Das heißt, sie kommt entweder von unten, geht nach unten, oder die Funktion kommt von oben, geht nach oben. Ich habe noch eine Nullstelle, die habe ich noch nicht eingezeichnet, hier bei minus 1. Und jetzt überlege ich mir, wie die Funktion aussehen könnte. Hier wäre es erstmal gut zu wissen, kommt die Funktion von oben oder kommt sie von unten in diese Nullstelle rein. Das ist nicht sehr schwer. Ich setze zum Beispiel einfach irgendeinen Punkt ein. Also zum Beispiel setzen wir mal minus 2 ein. Wenn ich minus 2 einsetze, dürfen Sie beim Taschenrechner machen, habe ich hier 4, hier minus 1, 4 mal minus 1 sind minus 4, hier habe ich minus 4, minus 4 mal minus 4 sind plus 16. Also oben habe ich 16 und unten, wenn ich minus 2 einsetze, bin ich bei plus 4. Minus 4 mal minus 2 sind plus 8, 4 plus 8 sind 12 und 5 sind 6, sind 15, also habe ich unten 15. 16 durch 15 gibt 1, irgendwas. Also weiß ich schon mal, bei minus 2 habe ich einen Punkt, einen y-Wert von 1, irgendwas plus. Und damit muss meine Funktion von oben kommen. Das heißt, die kommt von oben, muss hier durch die Nullstelle durch. Und dann habe ich ja hier die nächste Nullstelle. Die Nullstelle im Ursprung war aber doppelt. Das heißt, die Funktion berührt hier die x-Achse. Also geht sie ran und geht wieder runter. Als nächstes kommt eine senkrechte Asymptote. Also muss die Funktion hier an die senkrechte Asymptote rangehen. Jetzt muss ich mir überlegen, wie geht die Funktion auf der anderen Seite von der Asymptote weiter? Kommt sie also hier bei der 1, bei der senkrechten Asymptote, von minus unendlich und geht hoch? Oder geht sie von plus unendlich und geht runter? Es ist jetzt so, eine senkrechte Asymptote hat im Normalfall immer einen Vorzeichenwechsel. Das heißt, wenn die Funktion hier runter geht, kommt die Funktion rechts von der Asymptote von oben. Zumindest gilt das, wenn ich einfache Nullstellen habe, also einfache Nenner-Nullstellen. Das heißt, ich habe die 1 hier nur einmal rausgekriegt als Lösung, also es ist eine einfache Nullstelle. Die 3 habe ich hier auch einmal nur rausgekriegt. Deswegen habe ich senkrechte Asymptoten mit Vorzeichenwechsel. Ich kürze es ab, VZW. Wir gehen auf diese ganze Geschichte bei hebbaren Lücken und Grenzwerten nochmal genauer drauf ein.
Das heißt also, bei 1 hatte ich eine senkrechte Asymptote mit Vorzeichenwechsel, weil ich die 1 nur einmal rausgekriegt habe als Lösung. Also geht meine Funktion oben weiter bei der 1. Wo muss sie hin? Sie muss natürlich durch diese Nullstelle gehen. Frage, geht sie durch die Nullstelle durch oder geht sie wieder hoch an der Nullstelle? Sie kann natürlich hier nicht wieder hochgehen, weil diese Nullstelle, die 2, das war eine einfache Nullstelle. Ich habe sie hier nur einmal rausgekriegt. Eben beim x hatte ich ja x Quadrat, hier habe ich ja kein Quadrat. Also geht die Funktion hier einfach durch und geht hier runter an die senkrechte Asymptote. Die 3 habe ich wieder nur einfach rausgekriegt als Lösung, also gibt es wieder Vorzeichenwechsel. Wenn also die Funktion auf diese Seite runtergeht an die 3, muss sie auf der anderen Seite von der 3 von oben kommen. Also kommt meine Funktion von oben, macht hier irgendwas. Es gibt ja keine weitere Nullstelle, also kann sie nicht mehr durch die x-Achse gehen. Also wird sie irgendwie jetzt nach rechts irgendwie weggehen. Ich schätze mal, der Teil mit der Skizze ist Ihnen vermutlich noch nicht hundertprozentig klar. War aber jetzt auch nicht Schwerpunkt von dieser Aufgabe. Schwerpunkt von dieser Aufgabe, also was Sie auf jeden Fall verstehen sollten, ist, wie bestimme ich die senkrechten Asymptoten? Relativ einfach, ich nehme den Nenner, setze 0. Krieg raus als x Wert 1 und als x Wert 3, habe also zwei senkrechte Asymptoten bei 1 und 3. Der Rest war nur ein bisschen Zusatz.